Haben Sie gewusst, dass Wikisana die größte Suchmaschine ist für ganzheitliche Medizin? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Naturmedizin. Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, ja, ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und wie wäre es denn, wenn wir dafür wirklich eine leichte biologische Lösung für unseren Körper hätten, wo wir wirklich wieder auch in die ursprüngliche Fähigkeiten zurückkommen, unsere Bewegungsapparate natürlich zu bewegen, ohne dass sie irgendwo Schleifen oder Entzündungen verursachen. Und wie das funktioniert, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Christian, schön, Hallo. Dass du wieder da bist. Karin, sehr gerne. Ja, ich finde es ja fantastisch, du hast ja wirklich ein System entwickelt, schon über 1 Million Bücher so verkauft und Therapeuten ausgebildet und hast wirklich dich damit beschäftigt, den Körper in seine ursprünglichen Fähigkeiten, ja, sich wieder dran zu erinnern, sozusagen. Wir Richtig. Hätten es ja mal gewusst, gell? Und es ist faszinierend, jetzt auch in den Interviews, die wir bisher gemacht haben, was sich nicht alles korrigieren lässt und wo die Schmerzen auf einmal weg sind, wenn wir wirklich verstanden haben, wo ist die Fehlstellung und wie korrigiere ich es? Da staune ich auch immer selber wieder, oder was da alles möglich ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, also wir liefern das Know-how, wie man das macht, aber es ist immer der Patient oder die Patientin, das sind dann die Helden, die das umsetzen. Und denen gebührt dann das Lob. Schön. Man hat ja auch gerade bei den Kreuzschmerzen, kennt ja irgendwie jeder, oder? Jeder also Zweite, ja. Und auch eben volkswirtschaftlich ist die Krankheit Nummer 1 in Sachen Renten, Arbeitsunfähigkeit. Mhm. Ja, was bedeutet für dich wirklich die Kreuzschmerzen? Also bezieht sich das wirklich nur auf diese untere Partie? Oder zählst du da den ganzen Rücken dazu, wenn wir jetzt heute von dem Thema sprechen? Nein, Kreuzschmerz ist unten. Mhm. Oder? Und dann kommt der obere Rücken, das wäre dann Brustwirbelsäule, und dann kommt obendran der Nacken. Ich habe auch immer wieder Menschen, die eigentlich eher auch mit der Niere oder Nebennieren manchmal so ein Problem haben und denken, das strahlt dann runter ins Kreuz. Kann ich das irgendwie differenzieren? Es gibt oder ist andersrum, dass ein verspanntes Kreuz auf die Niere drückt? Oder? Es gibt der Kreuzschmerz, da gibt es viele verschiedene Ursachen. Beispielsweise oder eine Nierenkolik macht auch dort hinten weh. Mhm. Aber der Schmerzcharakter ist was völlig anders. Oder die Nierenschmerzen, die kommen kolikartig, die sind höher. Wenn man da drauf klopft, tut es weh. Mhm. Und ein Bandscheibenschmerz oder ein muskulärer Schmerz oder ein Wirbelgleiten, ich habe ja ein paar Beispiele mitgebracht, oder das hat jedes sein typisches Erscheinungsbild. Okay. Und für den Betroffenen oder kann das unklar sein, woher soll er es wissen. Aber für den geschulten Fachmann findet man da klinisch 80-90% findet man raus, woher der Schmerz kommt. Mhm. Und das ist immer wichtig, oder? Zuerst die Diagnose und dann die Therapie oder das Training. Ja, super. Du hast uns jetzt so ein bisschen die Problematik mal mitgebracht, die wir uns ja mal anschauen können. Gibt es noch was Wichtiges zu sagen? Zu ja, Kreuz? Es gibt noch einen Punkt. Ja, oder? Also, ich sehe es dir doch gerade an. Ja, genau. Wir kennen uns inzwischen. Ja. Das ist halt so, man oder in der Medizin spricht man dann immer vom unspezifischen Rückenschmerz. Okay. Oder? Und damit ist gemeint, es gibt einen unspezifischen und einen spezifischen. Und der spezifischen ist, wo man etwas findet. Entweder ein Bandscheibenvorfall oder ein Wirbelgleiten oder einfach etwas, was man im Bild sieht und sagen kann, das ist es. Und das andere, oder das kommt dann in einen Topf und heißt einfach unspezifisch. Und das sehe ich anders. Auch der unspezifische Schmerz hat ganz spezifische Ursachen. Ich habe hier eine Verspannung, ich habe hier eine Fehlhaltung, ich habe hier psychoemotionellen Stress, oder? Also das hat immer eine Ursache. Und das Wichtige ist, oder, dass man individuell genau schaut, oder was sind von der Struktur und der Funktion her eben mögliche Ursachen. Und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Super, dann schauen wir uns die mal an.
Also das erste so ein bisschen wilde Bild, das soll eben diesen unspezifischen chronischen Kreuzschmerz, da können die Nerven beteiligt sein, die Gelenke, da kann die Muskulatur, ein Beckenschiefstand und so weiter und so fort. Da muss man einfach genau schauen, woher kommt das. Beispielsweise, ja, gibt es ein Hohlkreuz oder einen Flachrücken? Ja, ist das Hohlkreuz beweglich oder ist es unbeweglich? Hat es noch eine Drehung drin, so eine Skoliose? Das muss man alles genau anschauen, um zu verstehen, ja, woher der Schmerz kommt. Dann viele Leute sagen auch, ich habe Ischias. Das heißt einfach, es strahlt ins Bein aus. Das ist genau genommen auch keine Diagnose, sondern ein Symptom, heißt einfach ein ausstrahlender Schmerz hinten ins Bein. Und auch das kann sein, das kann ein Muskel sein, der den Nerv stresst, das kann ein Bandscheibenproblem sein. Oder der Nerv, wenn der irgendwo in der Nähe gereizt wird, strahlt er einfach aus. Es kann auch mal ein Gelenk sein, sodass das Gelenk zwischen Kreuzbein und Beckenschaufel, da muss man genau schauen. Wie ist denn das gerade, wenn ich das sehe? In der Schwangerschaft kann ich mich daran erinnern, da mache ich dann die Übungen in der Schwangerschaft genauso auch? Wenn ich dann gerade unter diesem Schmerz leide, weil das kommt ja dann auch durch, sage ich mal, eine zeitlich begrenzte Fehlstellung, oder? Also die meisten Übungen richten sich nach der Ursache des Problems, oder? Und die Schwangerschaft, die ist in vielen Fällen eine Hilfe. Und in ganz wenigen Fällen kann ich bestimmte Übungen nicht machen. Also ich will jetzt, wenn ich schwanger bin, keinen Marathon laufen, oder? Aber ich kann spazieren gehen. Also ich kann viele Dinge machen. Und beispielsweise, wir haben vorher das Hohlkreuz gesehen, oder? Und der schwangere Bauch verstärkt das nachher noch, oder? Und jetzt kann ich einer schwangeren Frau beibringen und sie einladen und sagen, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, möchtest du das Kind nach vorne ausleeren? Oder möchtest du es über die Aufrichtung des Beckens unter dem Herzen tragen? Oder? Und dann habe ich ein Bild entworfen vom Becken, das mechanisch stimmt, auskippen, super, tragen. Ja. Und auch, weißt du, das unter dem Herzen tragen, das berührt, oder? Und dann ist, so gesehen, ist dann die Schwangerschaft eine wunderbare Chance, eine chronische Hohlkreuzhaltung, die sich durch die Schwangerschaft verstärkt hat, zu einer guten Beckenhaltung für den Rest des Lebens umzupolen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es Einfluss auf die Geburt absolut hat. Ja. Ich brauche ja im Geburtsprozess, in einer bestimmten Phase muss das Becken aufgerichtet sein, oder? Dass er tiefer treten kann, und bei der Austreibung kippt es sich nach vorne. Und das Kind dreht sich ja spiralförmig dann im Geburtskanal. Da haben wir wieder eine Spirale, oder? Und diese Dinge, oder, die kann ich vorher üben. Ja, über die Haltung, über spezifisches Beckenbodentraining. Ja, das kann man sehr viel machen. Super. Ja, ja, dann ist danach das Beckenbodentraining auch schneller erledigt. Apropos Beckenbodentraining, oder? Da gibt es, ist okay, die Klammer schnell aufzumachen. Ja, natürlich. Ja. Ich erinnere mich noch an die 5-Mark-Stücke, die wir alle hochgezogen haben. Genau, also das ist das Typische, oder? Ja. Anspannen, hochziehen, oder? Das ist nicht falsch, aber die Zeiten sind vorbei. Und das Zweite, was es braucht, wie jeder Muskel, anspannen und loslassen. Weil ich habe neben dem Inkontinenzproblem, wo ich mehr Spannung brauche, habe ich einen riesigen Problemkreis mit zu viel Spannung. Die chronische Verstopfung, dass es Fissuren gibt, die Hämorrhoiden oder all diese Geschichten, die hängen mit zu hohem Beckenbodentonus zusammen. Okay. Und die Inkontinenz hat jeder auf dem Radar, oder? Aber das andere, oder, das fast, nicht ganz, aber fast gleich häufig ist, oder? Das haben die wenigsten auf dem Radar, die Beckenbodentraining machen. Und also weiß man jetzt, anspannen, loslassen, das gilt auch für den Beckenboden. Und jetzt kommt noch was Neues hinzu. Man hat gesehen, der Beckenboden, beispielsweise, wenn ich die Treppe runterlaufe oder wenn ich lache, der muss in 200 Millisekunden, muss ich der anspannen. Mhm. Das muss schnell gehen. Niesen beispielsweise. Also ist jetzt das intelligente Beckenbodentraining findet reaktiv in den Bewegungen statt, im Alltag. Also beispielsweise, wenn ich die Treppe runtergehe, oder? Da muss er anspannen, ja, weil das kommt die volle Last drauf. Oder beim Niesen oder so. Und weg von, ich setze mich hin auf den Schemel und mache verinnerlicht irgendwelche Übungen. Das ist gut am Anfang, aber wie alle Übungen, die müssen nachher alltagsfähig sein, oder? Und der Beckenboden muss schnell Kraft trainiert werden. Okay, und auch Entspannung. Ja, so.
die beiden Dinge anspannen, entspannen und schnell. Mhm. Wie jeder Muskel, oder? Also ich möchte zupacken können, ich möchte loslassen können, oder? Und wenn es sein muss, muss ich das auch schnell machen können. Mhm. Ja. Gut. Gut, jetzt schauen wir noch ein paar spezifische Ursachen an. Also wir haben hier beispielsweise den Bandscheibenvorfall. Das habe ich auch nochmal animiert in der Dynamik, ja, dass man das sieht. Also zuerst die Vorwölbung und dann, wenn es Druck nach vorne gibt, der Vorfall. Oder? Und dieses Bild ist mir eben besonders wichtig, weil das Häufigste, oder es ist der Bandscheibenvorfall, der passiert immer bei Bagatellbewegung, oder? Ich will nur ein Buch vom Tisch nehmen oder das Kind aufheben oder ich habe mich nur gebückt. Mhm. Aber es kommt immer bei Beugebewegungen zustande. Und deshalb ist eben das und Bandscheibenprobleme ist ja keine Krankheit des alten Menschen, sondern zwischen 20 und 40, oder? Jung. Und dass man dort lernt, zum Beispiel beim Krafttraining, dass man wirklich lernt, wie ein Profi-Gewichtsheber den Rücken richtig zu belasten, im Haushalt einräumen, im Kofferraum, bei der Gartenarbeit und im Krafttraining. Und die Vorbeugebewegungen, oder, das sind die kritischen, da muss man wirklich die Lendenwirbelsäule schön stabilisieren. Gab es da nicht auch mal Studien, ein bisschen so ähnlich wie die Knieoperation, wo man Menschen, die wirklich Schmerzen hatte, angeschaut hat und eine Kontrollgruppe, die keine Schmerzen hatten und die hatten genauso viel Bandscheibenvorfälle? Ja, beim einen tut es weh, beim anderen nicht? Wenn man 100 Leute vom Fußgängerstreifen sagt, kommt hier lang, hier machen wir eine schöne Bildgebung mit MRT, ja, für den Lendenwirbelsäulenrücken, dann sieht man ganz viele Abnutzung, Arthrose, Bandscheibendegeneration, kein frischen Vorfall, ja, aber Degeneration. Und dann schaut man, ja, die Hälfte hat Probleme, die andere nicht, oder? Und das verteilt sich ziemlich gleichmäßig. Also das Fachwort ist die Korrelation, die Entsprechung zwischen Befunden, die man in den Röntgen- und MRI-Bildern sieht, und den Beschwerden, die ist schlecht. Der akute Bandscheibenvorfall ist dann eine Ausnahme, oder? Mhm. Wenn der, das sieht man richtig, oder, und tut weh, und da gibt es eine hohe Korrelation, wenn es eben so richtig die Bandscheibe platzt und dann so nach ausläuft. Okay. Ja. Das andere, die Degeneration, die Bandscheibendegeneration, das ist einfach, dass die Bandscheibe im Verlaufe, ja, durch die Belastung, oder dass sie einfach immer dünner wird, ja, und verbraucht wird. Das ist bis zu einem gewissen Grad ein Alterungsprozess, oder? Und auch der muss nicht wehtun. Ja. Ich war auch mal in so einem ganzheitlichen Gerätetraining und da gab es auch eine Streckbank. Und das hat man wohl früher genutzt, einfach wirklich nach dem Feld sich da zu strecken. Und diese Streckbewegung fehlt uns ja eigentlich dann auch. Also es war jetzt zwar auch mechanisch von außen, aber wo könnte ich mich denn irgendwo hinhängen? Viele Leute hängen da irgendwann die Tür, oder sie haben so eine Liege, die sie dann runterkippen können. Stimmt, genau, mit dieser Schrägliege. Ja. Macht sowas Sinn? Also ja. Also früher hat man die Leute in 3 Wochen ins Spital gelegt und gestreckt bei Bandscheibenvorfall. Das macht keinen Sinn mehr, oder? Weil wir müssen in die Aktivität zurück. Aber dass ich es einfach mal entlast und mich so aufhänge, oder? Das macht Sinn, wenn ich fühle, dass mir das gut tut. Mhm. Also es ist jetzt nicht etwas, wenn da jemand im Hohlkreuz rumhängt, vielleicht nicht. Aber dafür haben wir einen Instinkt. Wir haben eine angeborene Fähigkeit, dass ich fühle, ob mir was gut tut oder nicht. Bei Bandscheibenproblemen, viele Patienten fragen, ja, soll ich jetzt zu Hause bleiben oder spazieren gehen? Dann sage ich, gehen Sie spazieren. Ja, wie lange soll ich spazieren gehen? 10 Minuten oder 11 Minuten oder 20 Minuten? Und dann sage ich, meine Antwort ist immer, jedes Tier weiß, ob es in der Höhle bleibt oder rausgeht. Nicht, weil es weiß, aber es spürt das instinktiv. Probieren Sie es aus, gehen Sie mal raus, laufen 10 Minuten und dann merken Sie, ob das gut tut. Und vielen Menschen, auch bei akuten Bandscheibenproblemen, nicht alle, aber vielen, tut das gut, einfach ein bisschen spazieren. Und das ist dann mindestens so gut, wie einfach nur flach ins Bett zu liegen. Dann gibt es natürlich auch die Hobby-Orthopäden. Was meinst du damit? Kennt man ja immer wieder, wenn jemand sagt, oh, ich bin verspannt. Und dann gibt es ja diese, weißt du, wo du dich so hinstellst und jemand hebt dich von hinten hoch. Ja. Und dann kracht es mal, ist wieder alles in Ordnung. Was sagst du zu solchen
Geschichten? Ja, wenn man das kracht ja dann meistens in der Brustwirbelsäule und wenn man da Übung hat, das gibt es auch in vielen, ich sage jetzt mal, asiatischen Kampfkünsten, eben so diese Hobby-Chiropraktiker. Also ja, kann man das machen, oder? Mhm. Ich möchte jetzt nicht eine alte Frau mit osteoporotischen Rippen da mir zu sehr zur Brust ziehen, oder? Mhm. Und man kann auch einmal so einen Zwischenrippennerv einklemmen. Also ich würde das jetzt nicht empfehlen, aber die Welt geht nicht unter. Ja? Okay. Und, ja. So. Und man kann das ja auch, man kann das auch selber machen. Also wenn ich, das ist meine bevorzugte Version, wenn ich manipuliere, dann mache ich irgendeinen Impact und dann macht es Krach. Ja. Und wenn ich dieses Gelenk, ich sage jetzt mal, in der Brustwirbelsäule strecke und drehe, wenn ich 3-4 Mal diese Bewegung mache, dann habe ich den gleichen Effekt, aber über das dann eben eine Mobilisierung und keine Manipulation. Und die ist viel sicherer und effektiver und der Patient kann lernen, eben das dann selber zu machen und in den Alltag einzubauen und dann kommt es gar nicht mehr zu diesen Problemen. Also sind die Menschen, die zum Beispiel selber ihren ganzen Rücken zum Knacksen bringen können durch verschiedene Bewegungen? Die machen es genau richtig. Okay. Außer sie haben einen Tick und machen das 100 Mal am Tag. Oder? Also es gibt eine Grenze, es kann dann auch, oder? Aber das ist so, wie man die Finger lockert oder die Tänzer, wenn ich das einfach im Warm-up, wenn ich das so instinktiv mache, es ohne Gewalt und ohne Schmerzen tun, ist es genau richtig, instinktgesteuert. Okay. Ja? Und es ist dann auch nichts kaputt, wenn es so kracht? Nein, das ist, die Mechanik macht Geräusche, das ist normal. Okay. Ja. Gut. Jetzt gibt es noch ein paar seltene Dinge. Das wäre so eine richtige Wirbelsäulenentzündung. Das gehört in den rheumatischen Formenkreis. Wir haben das Wirbelgleiten. Da sieht man nicht so gut hier, dass sich dann irgendein Wirbelbogen also Spalt bildet und ein Wirbel gleitet nach vorne. Wir haben die Facettengelenke, die kleinen Wirbelgeläute, dass die Arthrose bilden. Das ist etwas sehr Häufiges. Und du siehst schon, da, wo es rot ist, ja, da ist das Gelenk, das ist in enger Nachbarschaft mit den Nerven. Und dann kann es eben auch mal eben dann diese Nerven auf der Seite oder in der Mitte einmauern und zur Spinalkanalstenose führen. Ja. Was ist denn dieser Hexenschuss? Ein Hexenschuss ist ein Wirbelsäulenschmerz, der wie von der Hexe angeworfen ganz plötzlich kommt. Und meistens ist es so, dass es eine Verkantung ist von kleinen Wirbelgelenken. Okay. Kann auch mal was anderes sein. Das tut richtig weh, strahlt nicht ins Bein aus, ist ein Rückenschmerz, ein Kreuzschmerz und geht dann nach ein paar Tagen bis 2 Wochen wieder weg und hat die Tendenz, dass er wieder kommt. Und warum kommt er wieder? Weil die Lendenwirbelsäule fehlbelastet wird. Mhm. Und was ist die häufigste Ursache der Fehlbelastung? Ja, es gibt mehrere, aber das Häufigste ist einfach, der Brustkorb ist bei vielen Menschen richtig steif und unbeweglich, oder? Oder keine beweglich. Und wenn ich jetzt Tennis spiele oder dann später Golf spiele, weil mir der Rücken macht und ich habe keinen beweglichen Brustkorb, dann wird alles unten in der Lendenwirbelsäule kompensiert und das stresst die Lendenwirbelsäule. Okay. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Also was muss man beim Golf spielen? Ja, Golfschwung heißt du ja, oder? Du hast ja im Grunde ich will ja hier schwingen, oder? Ich will diesen Schwung haben. Ja. Und damit das schwingen kann, oder, muss ich hier in der Brustwirbelsäule die Beweglichkeit haben. Ich brauche die Rotationsfähigkeit. Wenn ich das nicht habe, oder, dann drehe ich unten. Und das ist bei 8 oder 9, vor allem älteren Golfspielern mit Rückenproblem, das ist das Problem. Mhm. Keine korrekte Ausführung. Keine korrekte Ausführung, ja. Okay. Jetzt hast du uns noch einen Patienten mitgebracht. Ja, ich habe hier einen Patienten mitgebracht. Auch der hat einen Bandscheibenvorfall. Und da ist ja auch immer die Frage, ja, operieren ja oder nein? Mhm. Die aktuellen Zahlen, 6.780 Bandscheibenoperationen im letzten Jahr in der Schweiz. Oder? Und da gibt es, oder wenn man dann... Der Patient, der tierische Schmerzen hat im Bein, ja, das Leitsymptom des Bandscheibenproblems ist der Beinschmerz, nicht der Rückenschmerz, der Beinschmerz. Der sagt sich ja, okay, ich lasse jetzt das operieren, dann ist es vom Tisch. Und es gibt aber zwei Punkte. Das eine ist, in bis zu 20-25% muss man
innerhalb 2 Jahren nochmals operieren. Weil es nochmal Material nachschiebt, weil es oben oder unten dran, weil es eine Blutung gibt, weil es Narbenbildungen gibt, oder? Und so dieses, die wie bei einer Hüftprothese, ich operiere, dann ist fertig, oder? Diese Sicherheit hat man nicht, oder? Es gibt 15-20% der Fälle, muss man nochmal operieren, oder? Weißt du, was mir noch einfällt? Es gibt ja auch diese PDA-Thematik, weil du gerade von Narben gesprochen hast, dass man noch über Jahre hinweg quasi um diesen Einstichstelle Schmerzen hat, Vernarbungen hat. Genau, wie gehst du damit um? Ja, ich glaube, also in meiner Erfahrung ist das nicht so häufig. Ah, ja, okay. So, oder? Das gibt es schon. Es gibt auch manchmal, dass dann der Liquor, also die Rückenmarksflüssigkeit noch rausläuft und man dann nochmal das operieren und flicken muss. Aber das ist doch relativ selten. Mhm. Aber jemand, der sich auf das spezialisiert, oder? Bei dem sammeln sich die natürlich, oder? Und ich glaube, eben diese periduale Anästhesie, also diese Rückenmarksanästhesie, ist auch für viele Menschen ein Segen. Ich meine, wir können operieren, klar. Oder? Und ich würde mir jetzt das Knie auch so operieren, ja, wenn ich möchte. Aber es ist eben ein großer Unterschied, wenn ich eine Hüftoperation mache, dann habe ich 99% Chance, dass das gut kommt. Wenn ich eine Bandscheibenoperation mache, oder, dann sinkt das auf 90, also es wird fast immer gut, aber ich muss halt vielleicht noch ein zweites Mal und die Rückenschmerzen nehmen dann zu, weil ich eine Verletzung mache. Mhm. Und wenn ich dann alte Menschen nehme, 70-, 80-Jährige mit Arthrose, mit Spinalkanalstenose, dort wird die Erfolgsrate, oder, und die Dauer, die das hält, einfach unvergleichlich kürzer. Mhm. Ja, deshalb ist es mein wichtigstes Anliegen, ja, ist Menschen vor, ja, also das Kreuz, die Mitte, ja, das ist so wichtig. Da wünsche ich mir wirklich, dass man in den Schulen, bei den Kindern, im Sport, im Alltag, überall, jeder für sich, du und ich, dass wir dort lernen, das Kreuz, ja, sorgfältig, ja, zu behandeln, dass uns das typische, ja, Schicksal, ja, eines kaputten Kreuzes nicht ereilt. Okay. Und er hat es geschafft. Er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt, ohne Operation. Wenn man irgendwie, wie du gesagt hast, nicht die absoluten Schmerzen hat oder nervlich Probleme hat, dass man da wirklich gar nichts mehr spürt, würde ich auf jeden Fall auf eine Operation verzichten. Ich hatte sehr starke Schmerzen. Wir konnten das mit gutem Training wegbringen und es ist heute auch sehr, sehr stabil. Und ich denke, mit dem Know-how, das ich mir hier angeeignet habe, dass ich das auch so behalten kann. Also wir haben hier beim Bandscheibenvorfall ganz genau geschaut, wo ist der? Ist er mehr seitlich, mehr hinten? Mhm. Dann kann man gezielt entlasten. Die Übungen sind primär Schmerzentlastung und nachher Stabilisierung und dann Prävention, dass das nicht wiederkommt, was wir vorher gesagt haben, oben beweglich machen, unten stabil. Ja, und die Bandscheibenprobleme haben eine gute Selbstheilungsrate. Und wenn man da gezielt das unterstützt, oder, dann kann man viele Bandscheibenoperationen vermeiden. Nicht immer, dafür gibt es klare Kriterien, aber bei ihm hat das super geklappt. Toll. Jetzt haben wir noch ein paar Übungen, oder? Ja, die Übungen. Da kommt die erste Übung, ist der Handtuch-Stretch, oder? Das ist eine Übung, die Zug ausübt. Wenn man zu zweit ist, kann jemand ziehen. Wenn man allein ist, macht man es so selber mit den Daumen nach unten stoßen. Dann die Verdrehung, die Spirale im Becken, das entlastet die Kreuzmuskulatur, die Flankenmuskulatur. Können wir dann beim Gehen brauchen. Hier trainieren wir die Bauchmuskulatur. Da üben wir, ja, dass das Becken im Kreuzgang richtig bewegt. Ja. Das Fundament des Kreuz, das Bücktraining. Und nachher auch beim Stoßen, ja, dass man nicht im Hohlkreuz stoßt. Wie immer haben wir Buchtipp, es gibt Literatur dazu, damit wir schmerzfrei und beweglich bleiben. Und wir haben auch immer Online-Kurse. Es ist wichtig, dass man übt, dass man gezielt übt, eben die Übung, die man nachher im Alltag anwendet. Man findet alles zu den Webinaren auf unserer Website www.spiraldynamik.com. Sehr schön. Vielen Dank, Christian.
wunderbare Arbeit, die du da machst und auch dieses Individuelle. Du hast ja auch Therapeuten, wo man wirklich dann auch hingehen kann und sagen kann, ich habe die und die Problematik, ich brauche jetzt gezielte Übungen. Ja, wir haben inzwischen 8000 Fachleute ausgebildet und die Adressen findet man auch auf unserer Webseite. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, Thema Kreuzschmerzen betrifft ja wirklich sehr, sehr viele. Ich hoffe, Sie konnten auch die ein oder andere Übung mitnehmen, Tipps und Tricks und sind dann auch hoffentlich bald schmerzfrei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.